Du hast dich gefragt, was der Unterschied zwischen einem Data Lake und einem Data Lakehouse ist? Genau das zeige ich dir in diesem Video. Ich gehe darauf ein, wo diese Verfahren eingesetzt werden und warum du dich mit dem Lakehouse-Konzept insbesondere auseinandersetzen solltest. Doch bevor wir in die Unterschiede von Data Lakes und Data Lakehouses eintauchen können, lasst uns kurz auf die Historie gucken. Data Lakes sind super, weil sie unstrukturierte Daten und massiv viele Daten speichern können. Jeder Data Scientist kennt das. Wenn er eine knifflige Aufgabe bekommt, dann muss er meist auf Rohdaten zugreifen, um sich Features zu aggregieren und dann daraus ein Modell zu bauen. 2006 hat Google mit dem Hadoop-System die Ära des Big Datas eingeleitet und damit auch die Ära von Data Lakes eingeleitet. Sie waren oder sind dafür da, massiv viele Daten zu speichern, unstrukturiert oder strukturiert in unterschiedlichen Dateiformaten. Diese Technologien haben sich rapide entwickelt und neben dem Data Lake kommt ein ganz neues Konzept auf den Markt, das Data Lakehouse. Und wir schauen uns jetzt die Unterschiede zwischen diesen beiden Technologien an. Kommen wir jetzt zum ersten Punkt. Von einem Data Lake speichert man seine Daten in der Regel in ganz normalen Files ab. Das können zum Beispiel CSV-Files sein, JSON-Format oder Parquet und Avro. Diese Fileformate haben in der Regel einen echt großen Nachteil, denn wenn man in einem Datentopf eine Veränderung durchführen will, muss man erstmal alle Files einlesen, um zum Beispiel eine Zeile aus dem Datensatz rauszulöschen. Das bedeutet, wenn man relativ große Datenmengen hat, dass man einen sehr großen Overhead hat, also das heißt, man muss die Daten erneut und erneut lesen, um eine kleine Operation durchzuführen an diesem Datenset. Und wenn man dann erfolgreich den Datensatz zum Beispiel gelöscht hat, dann muss man alle Daten nochmal nehmen und wieder auf den Storage schreiben, was natürlich total ineffizient ist, weil wir wollen ja eigentlich nur eine Zeile löschen und nicht den ganzen Datensatz nochmal schreiben müssen. 2017 kam dann das erste Lakehouse-Format auf die Welt. Uber hat mit Houdi das erste Lakehouse-Format veröffentlicht, um die Nachteile dieser einzelnen CSV-Files oder Paket-Files zu eliminieren. Das heißt, was passiert im Hintergrund? Im Hintergrund gibt es eine Erweiterung, die diese Fileformate um Datenbankfunktionalitäten erweitert. Somit sind wir in der Lage, Transaktionssicherheit auf diesen Fileformaten wie in einer Datenbank herzustellen. Das heißt, wir können Inserts machen, wir können Updates machen, wir können Deletes machen, ohne den kompletten Datensatz nochmal lesen zu müssen. Auch weiterführende Features wie zum Beispiel Change Data Capture sind mit integriert und ermöglichen, coole Funktionalitäten wie auf einer Datenbank bereitzustellen. Nicht zu vergessen sind auch weitere Lakehouse-Formate wie zum Beispiel Delta Lake oder Apache Iceberg. Zusammengefasst kann man sagen, dass das Data Lakehouse eine Erweiterung des Data Lakes ist. Die Fileformate, die Lakehouse-Formate ermöglichen, datenbankähnliche Operationen auf einzelnen Files durchzuführen und sorgen somit für Transaktionssicherheit. Kommen wir zum nächsten Punkt. Als ich mit Big Data angefangen habe, das war so im Jahr 2014, 2015, war die Arbeit mit den Daten doch sehr stark auf Apache Spark fokussiert und man musste relativ viel programmieren, um aus den Daten sinnvolle Erkenntnisse herauszukristallisieren. Heute ist man schon etwas schlauer und geht an die Sache mit einem SQL-zentrischen Ansatz ran. Das heißt, man versucht, das Lakehouse eigentlich hinter einer SQL-Engine zu bauen, sodass relativ viele Entwickler Zugriff auf diese Daten bekommen und somit die erlernte SQL-Syntax nutzen können, um sinnvolle Analysen zu schreiben und die Daten in die Form zu bringen, die man sie braucht. Das ist insbesondere wichtig, weil man ja nicht nur Anforderungen aus dem Machine Learning hat. Die meisten Anforderungen kommen heute ja immer noch aus dem Business Intelligence und man muss Dashboards anbinden und die Daten in andere Systeme verfrachten, sodass Fachanwender die Daten analysieren können und ihr Business steuern können damit. Der nächste Punkt hat auch sicherlich einen organisatorischen Teil und einen technischen Teil. Das ist die Governance auf so einem Data Lake. Häufig, jedenfalls meine Erfahrung, wurde die Governance in der Vergangenheit doch eher nicht ganz so eng betrieben wie auf einem Data Warehouse, weil man natürlich auch mit sehr viel mehr Rohdaten zu tun hat und es doch auch schwierig war, technisch sicherzustellen, wie die Zugriffe sind oder auch wie die Daten abgespeichert werden. In Data Lakehouses wird darauf doch heute sehr viel mehr Wert gelegt, um die Daten und die Metadaten der Daten eigentlich an einen zentralen Ort zu speichern, um auch Zugriffe zentral
über einen bestimmten Ort zu steuern. Meine Wahrnehmung ist einfach, dass heute die Dokumentation und die Lineage von Daten einen sehr viel höheren Stellenwert hat als vor 10 Jahren. Man möchte wissen, wo kommen die Daten her, wo werden sie genutzt und wie stellen wir eigentlich sicher, dass wenn irgendwo mal eine Data Pipeline kaputt geht, auch die Abnehmer darüber informiert werden, wenn die Daten nicht reinfließen. Da wir über das Lakehouse natürlich auch sehr viel mehr Quellen anbieten und anbinden, als es früher in so einem Data Warehouse passiert ist, ist dieser Punkt Governance natürlich von einem sehr viel höheren Stellenwert. Jetzt hast du dich sicherlich gefragt, ja, muss ich mich noch tiefer mit dem Thema Lakehouse eigentlich auseinandersetzen? Ja, das solltest du auf jeden Fall tun, denn Microsoft, Databricks und Snowflake geben Vollgas auf diesem Thema. Und das Thema gewinnt an Stellenwert und es macht einen Data Lake eigentlich erst so richtig, richtig nutzbar. Und deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, befass dich mit dem Thema, setz dich damit auseinander und informier dich über die neuesten Trends. Und wenn du jetzt noch nicht genug von dem Thema Lakehouse hast, dann schau dir doch das Video hier an.